habe früher immer mit den Jungs gespielt und wurde dafür noch belächelt. Nun habe ich es zum Profi geschafft und habe auch damit allen gezeigt, die nicht an mich geglaubt haben, dass man es schaffen kann. Bei mir war es anfangs auch so, dass meine Mama zunächst dagegen war. Auch bei meinen Jungsteams war es so, dass ich gemerkt habe, dass in anderen Teams eben geredet wurde, hinter meinem Rücken gelästert wurde. Das Schöne ist, dass meine Stimme eigentlich immer lauter war als die anderen. Noch vor 50 Jahren war Frauenfußball in Deutschland verboten und haben sich aber deshalb Spielerinnen von ihrem Weg abbringen lassen oder von ihrer Leidenschaft. Im Gegenteil, sie haben sich Gehör verschafft, sich gegen Widerstände durchgesetzt und das gemacht, was sie tun wollten, Fußball spielen. Weibliche Stärke bedeutet für mich was Mächtiges, weil die Frau einfach für mich ein Symbol dafür ist, dass man sich durchsetzt, dass man gegen Widerstände ankämpft.